Ja, herzlich willkommen zum Audiokommentar von Winter Games, der Revenge von 8-Bit Basti gegen meine Wenigkeit Konsolen Chris. Und bei mir als Special Guest natürlich 8-Bit Basti himself. Und wie schön, dass du dich diesmal selbst angekündigt hast, oder ich verkack's ja jedes Mal. Ja. Aber er ist immer noch natürlich dabei, Konsolen Chris. Ihr werdet ihn nie vermissen. Da gab's noch nicht die Explosion bei Floppy Fans, ja, ne? Die vermisst man so regelrecht. Ja, so dieses BÄM, Michael Bay. Ja, es ist ein ultimativer Kampf, der sich zwischen zwei Kontrahenten ankündigt. Nur zwei Kontrahenten und die Natur. Und ein Schneemann. Sie allein trotzen alledem, um alle 4 Jahre dem Elend. Das ist so ein geiles Spiel. Ja, das ist wirklich ein geiles Spiel. Der Schneeanzug ist geil. Modeschick. Oh, wer könnte das sein? Oh, wer kann das sein? RTL 2 lässt grüßen, ja. Sieht echt so aus, aber was ist es nicht? Ach ja, richtig. Deine Summer Games Niederlage. Ich schmier's dir gar nicht aufs Brot, ne? Ganz toll, ja. Wer hat sich das ausgedacht wieder? Das könnte gut sein. Man muss sich dazu immer Basti vorstellen, wie er mit wütendem Blick in der Tür steht, schnaubend und jahrelang darauf nur warten. Durch den Schnee gewartet. Das ist kein Witz. Ach komm, war ich am besten, ne? Auf jeden Fall, das konnte ich gar nicht. Sieht man gar nicht. Quatsch, da liegst du. Da hattest du wohl falsche Erinnerung. Aber komm, irgendwas war da noch. Genau. Ja, okay, ja. Stimmt, ja. Ja, ist es dein Spiel. Winter Games ist mehr dein Spiel, ja. Was heißt denn die Winter Games? Ja, nur Winter Games, nur Winter Games. Oh, ja. Aber jetzt wird's was, komm. Und? Das sieht aber auch richtig gut aus, ne? Echt gut aus. Wie Hannawald-mäßig du dich da in den Wind legst. Auch schwerer, als es aussieht, ne? Also. Ja. Ja, das ist knifflig. Hier geht's nicht so um Joystick-Rütteln, sondern bei Winter Games geht's schon so richtig um im richtigen Moment Timing und Klicken und Lenken. Doch, doch. Ein bisschen filigraner muss man da hantieren. Ne? Deswegen war ich da ein bisschen besser als. Natürlich. Wie du in Zeitlupe da lang schleichst. Filigran aber, ne? Ja. Und beim Berg kommst du nicht hoch. Ja, mit 100 mal mehr Speed. ich weiß nicht mehr, wie das Spiel geht, aber ich war auf jeden Fall schneller. Oh, das war ein Fight. Das war ein Fight. Da sind wir auch, sieht man auch an den Balken, sind wir beide richtig schnell unterwegs. Ja. Ja, so muss es ausgehen, ne? Ja. Oh ja, das braucht nie. Glaubst du, irgendeiner hat gecheckt, dass wir in dem Film Eisprinzen mit Will Ferrell haben? Ja, das ist die totale Parodie auf diesen Film. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, dann versteht ihr auch unsere Komödie hier ein bisschen besser. Ja, das sind alles Anspielungen darauf, genau. Außer das haben wir rausgedacht. Ich weiß gar nicht, war das eine Kurve oder bin ich gefallen? Nee, du fährst. Ja, genau. Ich meine natürlich, du gleitest mit deinen Kufen über das Eis. Ich schreite dahin. Also, ist, ehrlich gesagt, das ist. Aber kommt von Animation geil, ne? Nur weiß irgendwie. Sie verkaufen ja auch Hot Dogs, Chris? Ziemlich cool. Ganz sicher, Basti. Ganz sicher. Ja, das ist definitiv Eisprinzen. Zurück ins Studio. Und das kann man natürlich in echt nicht, ne? Mit Splitscreen. Da haben wir so ein bisschen künstliche Dramatik aller. Echt, das. Ich fand das aller voll Cool Runnings geschafft. Das war richtig schwer, fand ich. Aber der Gag ist geil, wenn ich mitsinge und dann das am Lachen noch so, das ist großartig. Da. Das ist total geil. Auch das Bild ist so göttlich. I am the one and only. Oh yeah. Ja, und auch hier gibt's das wunderbare Feuerwerk. Ich muss sagen, das Spiel hat echt eine Menge geboten. Von der Animation, vom gegeneinander antreten, es ist halt ein Casual-Game, ne? Es ist so ein bisschen, ich mach dich platt in Wii Sports quasi. Ja, natürlich, wird heute immer noch aufgegriffen, PlayStation 3 gibt's heutzutage, aber. Und dann drücke ich dir deinen fairen Sportsmann in den. Man bleibt bei fairen Spielen, Mann. Wie du schon sagst, ich kann eigentlich kein besseres Schlusswort. Ja, in diesem Sinne. Ciao. Bis zum nächsten Mal.